Zum Ende der Wikingerkampagne haben sich die Römer und Mayas gegen uns verbündet. Die Siedlung der Römer befindet sich im Norden von eurer eigenen und direkt östlich der Römer haben sich die Mayas angesiedelt. Der Berg in eurer Siedlung enthält Eisen, Stein und Kohle. Der Krater im Südosten enthält alle Erze sowie einige fertige Goldbarren, die für unsere Strategie besonders wichtig sein werden. Diese Mission lässt sich in weniger als einer Stunde Ingame-Zeit bzw. einer halben Stunde Echtzeit lösen, allerdings muss der Ablauf recht schnell erfolgen. Erhöht wie üblich die Anzahl der Planierer und Bauarbeiter um 5 und gebt ein mittleres Wohnhaus in Auftrag. Sobald dieses steht, erhöht ihr eure Planierer und Bauarbeiter erneut auf insgesamt 15. Baut eure Holzproduktion gut aus und erobert das Gebirge. Dann breitet euch nach Westen und Süden aus, bis ihr den Fluss erreicht. Die Nahrung für unsere Bergmänner wird in erster Linie aus Fisch bestehen. Letztendlich streben wir 1 bis 2 Eisenminen, 3 bis 4 Kohleminen und je 2 Eisenschmelzen und Waffenschmieden an. Wir bauen auch eine Werkzeugschmiede, reißen diese aber wieder ab, sobald sie ein paar Angeln produziert hat. Zusätzlich schicken wir einige Diebe los, um die Goldbarren aus dem Krater zu holen. All dies muss innerhalb der ersten 20 bis 25 Minuten erfolgen. Die Goldbarren nutzen wir zur Produktion von Level 3 Soldaten. Für Bogenschützen verschwenden wir kein Gold. Sobald ihr einige Soldaten habt, greift ihr mit diesen die Mayas an. Sie sind der schwächere Gegner und wenn ihr schnell wart, hatten sie noch keine Gelegenheit, eine Kaserne zu bauen. Während des Angriffs baut ihr eine Produktionskette für Brot auf und sorgt dafür, dass die Kohleversorgung und damit die Soldatenproduktion nicht stockt. Ein Lazarett ist insbesondere für eure Level 3 Schwertkämpfer sinnvoll. Sobald die Mayas besiegt sind, nutzt ihr die übrigen Truppen, um über das Gebirge die Metallindustrie der Römer anzugreifen. Eure neuen Truppen schickt ihr ebenfalls los. Falls es euch nur gelingt, die römischen Soldaten zu töten, aber nicht ihre Türme einzunehmen, versucht ihr, die Kaserne mit Bogenschützen zu blockieren. Wenn euch das gelingt, habt ihr praktisch schon gewonnen, da die Römer sich dann nicht mehr erholen können. Wenn alles nach Plan läuft, habt ihr die Wikinger-Kampagne erfolgreich abgeschlossen.